Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf meinem Kanal. Und ja, wir schauen uns heute einmal die Karte Schwatzingen an für den FS22 oder LS22. Mal gucken, was von der ursprünglichen Karte noch übrig geblieben ist. Gut, was mir direkt auffällt, also diese Texturen... So, jetzt habe ich hier mein Mädel auch am Start, genau. Bin jetzt im Singleplayer. Wir wollen mal gucken, ob sich hier noch irgendwas entwickelt. Ansonsten hätte man hier noch ein bisschen Gras pflanzen können, weil das sieht eindeutig scheiße aus. Aber wir erkennen natürlich den Ortskern, nicht, wo hier der Harry der Dingenskirchen da den Antrag gemacht hat und ja, der McManus und hast du nicht gesehen. So, hier gegenüber war dann ja der Hof vom Freezy. Da schauen wir uns das mal an. Das Schild hat man inzwischen... Ah, jetzt wächst da doch was. Nee, da immer noch nicht. Da ja, da nein. Okay. Warten wir noch ein bisschen. Genau, hier der Hof vom Freezy. Mal schauen, was man da gemacht hat. Okay. Hier in der Halle. Geh mal in den... anderen Modus. Also ich krieg's jetzt tatsächlich auch gerade nicht auf. Okay. Hier. Ein Stall. Genau, der Hühnerstall. Das hier müssten Schafe sein. Naja. Ich will mal so sagen, gut, hier, das sind die obligatorischen alten Hallen. Sag mal, kommen wir da vorne in die Werkstatt echt nicht rein? Da sitzt man. Das hier finde ich ganz nice, diese Stelle. Ja, hier kommt man rein. Hier ist also jetzt offen. Aufenthaltsraum. Hier dann die Werkstatt, gechoppte Autos. Pff, ganz ehrlich, viel zu groß für den Hof. Warum geht denn dieses blöde Tor nicht auf? Ach, nur da drüber. Okay. Gut. Ja, was soll ich sagen? Also ich persönlich fand den Hof... Ich finde den reichlich kahl hier. Ich fand den Hof im 19er absolut schöner. Also, vor allen Dingen, es gibt kein Wohnhaus. Naja, vielleicht finden wir das ja irgendwo wieder. Wir gucken mal, ob auf der gegenüberliegenden Wiese. Das hier finde ich völlig deplatziert, weil... du kannst hier quasi nur rückwärts rein und auch vorwärts dann wieder raus, anstatt, wie es eigentlich gedacht ist, hier eine Durchfahrt zu machen. Also, nee. Passt gar nicht. So, also hier wächst weiterhin kein Gras mehr. Sprich, das hier mal ist Mist, weil überall wächst was, nur hier nicht. Und hier, das sieht aus wie, keine Ahnung, wie abgefressen oder sonst irgendwas. Hier fällt mir nicht. Wir gucken mal, ob wir ein Fahrzeug haben. Natürlich haben wir keins. Wir schauen mal, ob wir hier einen Hof haben oder einen anlegen müssen. Ich bin doof. Nee, über Escape, natürlich. Also demnach wären wir... Ich bin jetzt im Singleplayer. Demnach wäre ich jetzt in einem Hof drin. Ich habe unsere Mods am Start. Ich würde sagen, pass auf hier. Wir haben 100.000. Wir kaufen uns den mal. Dann können wir die Karte besser abfahren, oder? So. Bisschen von außen. Das hier wäre dann der Hof vom... Adler, da hat sich jetzt nicht so viel verändert. Auch hier wieder die gleiche Halle natürlich.
Also die, finde ich, gehört auf dem Friesihof einfach nicht hin. Das ist eine Werkstatthalle, die hat da nichts zu suchen. Hier die Händlerhalle. Fenster scheint es hier nicht zu geben. Die dürfte auch aus dem 19er konvertiert sein. Die sieht immer genauso aus. Das war doch da, wo der Harry in die Blumen gepinkelt hat, oder wie war das? Gut, also wie gesagt, hier wenig Änderungen. Das Hoftor fehlt. Hier kann man jetzt raus. Hier diese Scheinwerfer eindeutig viel zu viel. Also mal jetzt im Ernst. Leute, was ist das hier? Ich hoffe, ich finde das noch alles wieder. Oh, guck mal, hier liegen schon Schilder an der Seite. Naja. Wird wohl die KI umgefahren haben, ansonsten war hier keiner. Fahren wir mal weiter. Wenn wir hier jetzt weiterkommen, dann müsste dann ja der ehemalige Landhandel gewesen sein. Fahren einfach mal durch die Gegend und gucken uns das mal an. Sprich, da war ja die Kiesgrube. Übrigens mit dem Lenken, ne, ihr wisst, Force Feedback kann Giants nicht. Von daher. So, was haben wir hier denn jetzt hingebastelt? Hier ist jetzt keine Kiesgrube mehr, hier ist eine Kaffeefabrik. Ja. Alter, auch wieder ein riesiger Hof. Hier werden offensichtlich. Ach, Kentucky Fried Chicken, genau. Ja. Ich hoffe, wir finden hier soweit alles wieder, ne? Schreinerei Krummbein. Ich weiß gar nicht, warum man an diesen Karten ständig irgendwelche Namen dran schreiben muss. Das setzt für RP dann immer schon voraus, wie derjenige heißen muss. Hier, solche Dinger, die gehören nicht an die Straße, liebe Leute. Also, die würden euch in Deutschland was anders erzählen, wenn ihr hier mit Halogen die Straßen beleuchtet. Also, auch das. Mist. Will die Karte hier nicht zerreißen. Ich sag nur meine Gedanken hierzu. Also Produktionen über Produktionen auf jeden Fall hier. Ich frag mich nur, wo die anderen Höfe alle abgeblieben sind. Wir gucken mal weiter. Also da der Hügel, das sieht auch so ein bisschen, naja. Hingefuscht aus, finde ich. So nach den ersten Metern glaube ich, das Einzige, was hier übrig geblieben ist von der Schwarzing, ist das Straßennetz. Wir werden da noch mehr zu sehen. Wir fahren die auf jeden Fall mal ab, egal wie lange das jetzt dauert. Das werden wir nicht in einer Viertelstunde abgetan haben. Kann sein, dass wir uns hier, dass wir hier eine Stunde unterwegs sind. Hier ist die nächste Produktion. Rechts war meiner Meinung nach auch irgendein Hof, da wäre auch noch eine Produktion. Oder ist jetzt auch eine Produktion? So, was haben wir hier? Da stehen zwei Hallen, da könnte. Ich bin mal gespannt auf den Ringelehof, ob wir den wiederfinden. Wir müssen da mal. Gleich links raus. Die KI hat es hier reichlich eilig. So, Schilder kann man wegfahren, das finde ich nice. Gut, da ist das Wasser. Hier ist Ikea. Ah, mit Holzschuppen vorne vor, sehr authentisch. So,
raus kommst du ja nicht wieder. Warum ist die Karre überhaupt so laut? Na super. Super, Leute. Entschuldigung, mein Lenkrad ist manchmal ein bisschen laut. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Sehen wir zu, dass wir hier von dem Gelände wieder runterkommen. Also Produktion ohne Ende. Wer also da Spaß dran hat, also hier gibt es also, glaube ich, nichts, was es nicht gibt. Ist auch nice umgesetzt, ne? Jetzt hier dann so ein IKEA-Möbelladen zu haben, wo du halt Möbel umtauschst oder ja, Möbel umtauschen kannst du bestimmt auch. Aber wo du halt dann produzierte Möbel verkaufen kannst. Also links die Landscape, beziehungsweise im Second Life würden wir sagen Sim Surrounder. Das sieht so ein bisschen. Ja, keine Ahnung. Hier auch wieder überall diese. Leute, diese Dinger gehören nicht an die Straße. Mal ganz ehrlich, mal im Ernst. Baut hier für normale Straßenlampen hin, aber doch nicht solche Teile. So rechts, keine Ahnung, was das da. Achso, da gibt es, kann man Wein herstellen. Okay. Bin gespannt, ob wir hier noch mehr entdecken. Hier scheint eine Tankstelle zu sein. Nee, nee, und überall diese Scheinwerfer. Ich meine, ich finde es ja schön, was manche Modder machen, aber ganz ehrlich, einige denken von 12 bis Mittag. Und der hier oder die hier diese Karte kredenzt haben, definitiv auch. Seit wann stellt man solche Flutlichter an die Straße? Das möchte ich mal sehen. So, hier vielleicht auch mal ein Hof gewesen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Nächste Produktion. So, das Schild war übrig. Hier müssten wir theoretisch. Ich weiß gar nicht, in welcher Ecke mal der Landhandel gewesen ist. Also Produktion über Produktion hier an der Stelle. Da sind die nächsten Riesensilos. Müsste eigentlich mal, um sich hier zurechtzufinden, müsste man theoretisch ab dem Freezy-Hof losfahren. Obwohl, wann haben wir ja gemacht, das passte ja. Aber Freezy-Hof rechts runter war dann. War dann ja zum Beispiel der Landhandel. So, links auch wieder Häuser, hier fehlen auch wieder die Gräser, die hier wachsen. Leute, 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 veröffentlicht doch nichts, was nicht fertig ist. Ach, guck mal, hier sind wir wieder am Freezy-Hof, genau. So. Ist das so? Das ist so. Hier links waren dann ja Rathaus und so weiter, da hat man jetzt irgendwelche Produktionen hingesetzt. Ich will mal so sagen, außer mit dem Straßennetz, das kann ich jetzt nicht mehr so nachvollziehen, hat das mit der originalen Schwatzing nicht mehr viel zu tun. Ich sag ja, außer dem Haupthof, wo eben ehemals mal der Freezy gewesen ist, findest du ja im Grunde genommen nichts wieder. Es existiert alles nicht mehr. Ich hätte das hier tatsächlich nice gefunden, hätte man die Karte komplett so konvertiert. Hier steht auch schon wieder diese blöden Dinger an der Straße. Die gehören nicht an die Straße, Mann. Hier unten muss irgendwo mal der Landhandel gewesen sein. Das ist, ja. Hier rechts rein vielleicht, mal gucken. Die lösen sich gleich auf.
Das könnte der Landhandel gewesen sein, aber auch das ist hier absolut nicht mehr wiederzuerkennen. Die Produktionsgebäude, die finde ich teilweise ganz nice. Also hier auch Kahlschlag ohne Ende. Riesengelände natürlich, ganz klar. Aber ich weiß nicht. Nee. Das heißt, da hinten, das ist dann schon wieder ein ganz anderes Gelände, wa? Ja, hier kannst du von einem zum anderen schon gar nicht durch. Fischzuchtanlage. Hier ist der ehemalige See, da haben sie wieder einen Steinbruch von gemacht. Der wurde doch zum Schluss geflutet, oder wie war das? Ja. Wir gucken mal einmal kurz auf die Karte. Wie gesagt, ich bin hier im Singleplayer unterwegs. Dam, 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 dam. Genau. Das will ich haben. Das heißt, hier in der Mitte ist offensichtlich gar nichts mehr. Also sagen wir mal so, Schwatzingen, ja, was die Verkehrsstraßen angeht. Ansonsten hat diese Karte nichts mehr mit der True Farming Karte quasi gemeinsam. Da ist also nichts von übrig geblieben, nicht? Also alles diese ganzen Geschichten. Hier oben, wo der Landhandel, genau hier war ja zum Schluss der See, hier muss der Landhandel gewesen sein. Das hier, ich weiß gar nicht, wo ist denn der hier? Irgendwo der Friesihof. Diese Geschichten hier, da könnte man, das könnte man sich nochmal angucken. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Wir fahren da, ja doch, da ist Ikea. Ich meine, da wäre sonst der Ringele gewesen. Ja. Nee. Wie gesagt, außer dem Straßennetz ist hier von der Original-Schwatzingen nichts übrig geblieben. Das heißt, für die, die hier True Farming im eigenen RP fortsetzen wollen, ist die Karte ein absoluter Flop. Also ich finde auch hier Produktion ohne Ende, ja. Multiplayer-technisch, wo wären die anderen Höfe? Warum sind da keine gesetzt oder Gebäude, die man dann kaufen kann, Grundstücke, die man dann kaufen kann. Für eine Singleplayer-Karte ist das Ding einfach zu groß. Und nur Produktion. Ich weiß nicht. Nee, also ganz ehrlich, mein Ding wäre es nicht. Wir sind jetzt unterwegs aktuell. Das ist eigentlich eine Singleplayer-Karte, deswegen funktioniert vielleicht auch das eine oder andere nicht. Diese Textur übrigens, die sieht übelst scheiße aus. Das sieht. Nee. Man sollte. Ich meine, das gilt hier für den LS als auch für den. Ja, vom Weiten her. Also, wenn man von weiter weg guckt, sieht man genau, wie groß so eine Textur ist. Dieses Gekachel. Seht ihr das? Dieses gleichmäßige Muster. Und man muss einfach schauen. Wenn man Texturen hat. Ich sage, gilt im Übrigen auch, wie gesagt, ich kenne es aus dem Second Life, da ist es dasselbe. Da achte ich also immer drauf, wenn ich was baue und ich nehme eine Textur, die gekachelt wird, sprich aneinander gesetzt wird, immer wieder, dann sollte man darauf achten, dass das nicht auffällt. Ja, so wie hier zum Beispiel. Das ist eine Textur, das ist immer die gleiche. Die sind aber so intelligent aneinander gesetzt und geschnitten und bearbeitet, dass das nicht auffällt. Dass das immer wieder die gleiche ist. Hinten im Steinbruch fällt es auf. Deswegen erhältst du im Grunde genommen so eine Art Karo-Muster. Es sieht auf Deutsch gesagt scheiße aus. Ich versuche immer einmal durch den Wald zu fahren. Genau, man mag mich jetzt zerreißen, aber das ist meine Meinung zu der Karte. Ganz ehrlich, die hat. Oh je, was ist das denn?
Leute, Leute, Leute. Nehmt doch mal schärfere Texturen. Also man mag mich in der Luft zerreißen, aber nee. Das, sorry, das ist nicht Schwanzingen. Also, wie gesagt, die Freunde von True Farming werden hier bitter enttäuscht, weil davon ist absolut nichts mehr zu erkennen. Wir versuchen mal irgendwie ins Zentrum zu kommen. Da gab es ja diesen Hügel, wo der Freezy letztendlich seine Villa dann auch hatte. Inwiefern man da überhaupt noch hinkommt. Ist halt die Frage, das sind alles Sim-Surrounder oder was ist das? Auch hier, das sieht... Leute, guckt euch das doch mal an hier. Was bitteschön ist das? Hier hätte man den Hügel angleichen können, Erde drauf, Gras drauf, hätte tausendmal so schick ausgesehen. Das ist Müll, auf Deutsch gesagt, wirklich. Ich meine, ich bin kein Modder, ich habe keine Ahnung, wie man Karten erstellt, aber... Wenn ich irgendwo was hinbaue, das mache ich für unsere Projekte auch, dann versuche ich so weit wie möglich, das irgendwie so in die Landschaft zu integrieren, dass es so aussieht, als wäre es schon immer da gewesen. Ich sei es jetzt, sagen wir mal, ja, das könnt ihr nicht sehen, damals auf der Obertal zum Beispiel, da haben wir... Auf der einen Wiese, in der Nähe vom Haupthof, da habe ich einen Kuhstall reingebaut. Ein Riesending. Hab da meinen Hof gebaut. Ganz ehrlich, die Mitspieler haben gesagt, das sieht aus, als wenn hier nie was anderes gestanden hätte. Ja, und so muss man, da muss man ein bisschen drauf achten. Es geht so nicht. Kommst du jetzt mal nicht weg, wa? Kann ich hier irgendwo nach rechts durch... Auch schon wieder so riesen Scheinwerfer. Und wie gesagt, solche Flutlichter, hier stehen sie auch schon wieder, sehe ich vom Weiten. Sowas gehört nicht an die Straße. Also, sorry. Straßenlaternen, normale schon. Die Dinger könnt ihr gerne auf den Hof stellen, aber bitte nicht so. Ja, Idee war vielleicht auf dieser Karte auch mal ein bisschen was zu machen, aber nee. Optisch. Hier ist auch Beton im Wald. Das ist auch die Frage, wie kommt das hier hin? Da fragt man sich, woran hat es hier liegen, ne? Ich meine, Waldboden und so weiter, okay, aber hier, nee. Da hinten sehe ich schon wieder unscharfe Texturen. Eine Straße hoch. Also, alles in allem, für mich wirkt diese Karte... unfertig. Und auch wenn das Grundmodell dazu Schwatzingen war, das ist nicht mehr Schwatzingen, bei aller Liebe. So, hier geht's schon wieder runter. Also ich hätte es jetzt schön gefunden, wenn man jetzt sagt, okay, hier waren sie alle mal, der McManus und, nicht, und der Freezy und der Harry und die, ganzen Mädels. Und man würde das wiedererkennen, aber das ist hier absolut nicht mehr der Fall. Bin enttäuscht. Weiß nicht, wie ihr es seht. Könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Aber
Meine Kubota hier, das ist ja ein Kletterexperte, ne? Aber ich glaube, da ist die Karte zu Ende. Wenn ich da runterfahre, hänge ich irgendwo fest. Der Hafen ist nicht mehr da und. Also im Prinzip hat man außer dem Straßennetz die komplette Grundstruktur hier zerstört. Man erkennt Schwatzingen nicht wieder. Ja, in diesem Sinne brauchen wir uns das, glaube ich, auch gar nicht mehr weiter angucken. Sind wir durch damit? Versuche hier nochmal durchzugurken. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung, die darf ich natürlich. Oh, da wird es gefährlich. Die darf ich natürlich äußern. Also, da hätte ich mir etwas mehr Mühe gewünscht, ganz ehrlich. Die ist unfertig. Hier zum Beispiel, ja, ich meine, das sieht aus wie Beton, das ist, weiß ich nicht, das passt nicht so wirklich irgendwie. So, Kubota, stürzt du ab oder schaffen wir das? Ja, okay. Zwar rückwärts, aber immerhin. Ja, das Ding ist, der ist geländegängig hier. Gut, in diesem Sinne, ich hätte erwartet, hier mehr Altes zu entdecken. Hat mich auf jeden Fall interessiert, was eben aus diesen ganzen Geschichten geworden ist. Landhandel, dem Adler, ja gut, der Adler ist noch da, dem Friesihof und so weiter und so fort. Aber man muss leider feststellen, das meiste von dem, was wir eben aus dem RP True Farming kennen, ist hier einfach nicht mehr vorhanden. Zweite Kritik eben, dass es noch sehr viele Texturen gibt im Stadtkern, wo einfach nichts wächst. Das ist der Punkt. Dritter Punkt, warum liegen hier überall Verkehrszeichen in der Gegend rum? Das ist das nächste. Und eben als letztes auch noch, warum stehen überall diese verdammten Flutlichter rum? Du kannst mit einem Flutlicht oder darfst es auch nicht die Straßen nicht anstrahlen. Also die Dinger gehören weg, die gehören auf dem Hof. Aber nicht so verbaut, wie es hier der Fall ist. Gut, das soll es dann gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten oder bei einem der nächsten Videos oder der anderen Videos dabei seid. Lasst ein Däumchen und ein Abo da und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.